Diesen Sommer ziehen zwei kleine Pandaschwestern in den Waldenzoo zu Gossau ein. So ein kleiner Panda stopft sich pro Tag mit 500 Gramm Bambusblätter voll. Der Zoo hat aber auf seinem Gelände zu wenig, weil er hauptsächlich einheimische Pflanzen anbaut. Darum hat der Zoo-Kurator Fabian Klimek auf dem Instagram-Kanal einen Aufruf gestartet. Und wir haben uns überlegt, dass eigentlich ein Haufen Leute haben Bambus in ihren Gärten. Sie schneiden den einmal im Jahr und schiessen den fort, weil es fast keine Tiere gibt, die den fressen. Aber unsere kleinen Panda wären ein sehr dankbarer Abnehmer. Ein No-Go beim gespendeten Bambus ist Pflanzenschutzmittel. Etwas anderes als Bambus fressen die kleinen Pandas kaum. Dafür sind sie richtige Gourmets. Wir haben ein paar Tipps aus anderen Zoos bekommen, welche Arten dass er lieber frisst. Das ist vor allem schmalblättriger Bambus. Das heisst, breitblättrigen können wir sicher ausschließen, dass er den nicht gerne hat. Aber auch beim schmalblättrigen gibt es Arten, die er lieber hat als andere. Es wird eine Premiere für den Zoo sein, so kleine Pandas in die Obhut zu bekommen. Das Gehege dafür sind sie noch am Aufbauen. Normalerweise leben die Tiere auf dem asiatischen Kontinent im Gebiet vom Himalaya in den Bambuswäldern. Ein Wald, um sich durchfressen, gibt es im Walderzoo nicht. Aber eine Abwechslung gibt es gleich. Sie bekommen nebenbei einen sogenannten Panda Cake. Das ist eigentlich ein Bambusmehl, das man zu so einem Küchchen formen kann mit Wasser, das sie sehr gerne auffressen. Und sonst gibt es ein bisschen Gemüse, ab und zu mal ein gekochtes Ei, vielleicht auch mal ein Futtermäuschen oder ein Küken. Vis-à-vis von den Kamel gibt es ein neues Zuhause für die kleinen Pandas. Vor der Sommerferien verschwindet der Bagger und die Besucher können die kleinen Pandas beobachten, wie sie den Bambus aus dem Garten geniessen.